Auf ein neues zu einer weiteren Folge von Let's Play Dragon Quest Monsters. Im letzten Part haben wir Sachen gemacht, wo glaube ich ein Boss unter anderem da. Nee, gar nicht, der Boss war davor. Hier haben wir Neues in unsere Gruppe bekommen. Und wir haben ganz viel fusioniert, hallo? Ja, sind zurück nach Rosenbühl und wir haben sehr viel fusioniert. Und hier auch an unserem Team sieht, die drei sind neu. Und ja, die müssen halt erstmal ein bisschen leveln, weil die alle noch Stufe 1 sind. Und dann werden wir dann nochmal ein bisschen schauen, aber erstmal gehen wir jetzt zurück nach Rosenbühl, gucken, was wir da machen sollen und dann gehen wir ins nächste Gebiet rein. Ich hätte auch einfach so machen können. Naja. Nein, wir müssen diesen Zirkel benutzen. Der Zirkel of Life. Na? Hä? So halb richtig, würde ich sagen. Na, was auch immer. Jetzt bin ich verwirrt. Weg. Mal doch hier reingehen. Wir müssen halt hierhin zurückgehen und dann da oben den Tanz nochmal machen, scheinbar. Ja, die hat die letzten Male auch nicht getanzt. Das letzte Mal. Sie tanzt auch nicht. Die wird wahrscheinlich einfach nur sagen, so, ha, geht weiter. Alter, Mr. Greeny. Wie viele hier wohl am Ende sind? Oh, anderthalb schon. Sechs Stück. Wenn ich spontan schätzen, sechs Gebiete, sechs Dinger. Hm. Denn es zählt jede Ebene, Dings, da nochmal als extra, ich glaube nicht. Du hast einen neuen Kreis erhalten. So. Ja. Ja, schauen wir mal. The World. Gönn. Komm, Strand. Ich hab Bock Eisgebiet. Auf Strand. Ja, Sand, Dschungel. Wüste. Die waren jetzt alle relativ finster. Oha, gut. Finster was? Ist das nicht. Das ist ja mega cool. Oha. Ja, ich bin Fan. Das ist jetzt schon viel besser als Dragon Quest Treasures. Ah, doch, das Gebiet hat man, glaube ich, sogar gesehen gehabt. Oh, das ist cool. Was sind wir hier gelandet? Jawohl. Alice im Wunderland. Besteht alles aus Kuchen und Süßigkeiten. Ein ziemlich köstlicher Anblick. Das sieht mir nach einem Konditorei aus, als in Nordiria. Die Monster hier, Flo. Ja, essen. Da habe ich jetzt aber große Anforderungen. Was? Machen wir jetzt noch den Lokalmatador oder nicht? Einfach eine Torte wahrscheinlich. Alter. Kreis der Schwelgerei. Was ist hier der Effekt, wenn es regnet? Alle an Schokokrosser. Alter. Schleimhörnchen. Gruppe Schleimhörnchen. Alter, ein Schleimhörnchen, das würde ich mir jetzt gönnen. Ja, Schokokrosser sagt man nicht nein, aber Jan mag das ja nicht. Ist okay, muss nicht sein, ne. Aber die werden wir wahrscheinlich wieder nicht kriegen. Oder nur sehr schwer. Ja, 20. Komm schon! Ach, du willst es doch auch. Du willst doch gegessen werden. Aua. Take the Monster Mumpf. Da-da-do. Verführerisches was? Zwinker. Alles verfehlt. Oh, einfach tschüss. Los, komm. Ey, die wurden nicht wütend. Da ist er. Alter. You're one of us now. Ich würde es Crossi nennen. Mit K oder mit C? Ja, mit C. Von Croissant. Oder von Animal Crossing.
Was kann der so? Rang G nur. Schlecht. Oh, du kannst direkt nach links rumgucken. Da ist nämlich direkt was für Frühling, genau. Noch weiter links. So, was ist jetzt hier? Das ist da oben drauf? Hä? Wie? Warte mal. Nee, geh mal da weiter links lang. Also, ja, genau. Da, irgendwie hochkommen. Hä? Von der anderen Seite. Guck mal auf der Karte kurz. Ja, wow. Ist natürlich nicht aufgetickt. Egal. Gehen wir mal weiter. Ich find's hier hübsch. Mit sowas habe ich hier absolut nicht gerechnet. Nee. Alter. Was seid ihr? Komischen Katzen. Ach so. Eine Naschkatze. Wer hat's erwartet? Ach, wundervoll. Nein, keine Naschkatze für uns, aber die hat doch noch geschlafen. Hat bestimmt Hunger. Er schläft doch sogar. Ja. Tut sie das? Naja, gut. Oh! Aller betäubt. Oh nein, unsere Katze. Halt sie doch. Danke. Täuben ist halt ein echt nerviger Status. Ja. Hör auf! Kann man noch mal Abwehr senken dabei. Stirbt doch keiner. Hallo? Naschkatze ist krass. Gleich nach dem Kampf haben wir bestimmt Punkte zu verteilen. Eben war ja gar kein Kampf. Hat unser Dornendrache Stachelhaut? Möglich. Ich sehe das immer, dass manche Gegner sich wehtun. Ey, das gibt's nicht. Wie lange leben die? Und the last one. So, jetzt gönn aber. Ja, da gibt's einiges. 5 und 6 für die unteren. Da müssen wir uns einiges verteilen. 41, 32, 34. Er kommt bis Zieler, du brauchst. Kannst doch nix. Ja, noch geht's nicht. So, 41 Punkte. Alter. Oder 30 verteilen. Hat er schon 2, okay. Die waren von ihm vererbt worden. Machen wir das mal so. Guck, da hat er auch schon 10. Das machen wir auf jeden Fall voll. Fauch war diese Mehrtreffattacke, ne? Nee, Fauch war ein auf ein. Dann war es Gritz, dann war es so rum. Gritz ist aber auch nicht Feuer, Gritz ist Dunkelheit, oder wie das ist. Er macht doch da so und bei dem anderen 29, genau. Passt doch. So, was haben wir hier? Was sollte denn der werden? Sollte er jetzt auch Damager? Ja, müssen wir komplett vergessen. Geh nochmal auf Tänzer. Weiß ich gar nicht mehr, macht mehr. Also Merkurstoß ist ein Angriff, aber der Rest halt nicht. Täuben. Ärgert Abwehr.
Hier kann halt auch mehr angreifen. Ich weiß es nicht, was sagst du? Ich bin dafür, dass du da erstmal 20 reinballerst und mein Knisterfender nochmal 10, genau. Da hat er ja 5 schon gehabt. Oh, noch besser. Oder du machst bei Schlafstopper jetzt nochmal 5 weg und holst dann den Merkurstoß, weil der Merkurstoß ist. Wir können nichts mehr wegmachen. Ach, einmal verteilt ist immer verteilt. Ja, gut. Keiner will mitkommen. Mm. Ja, dann müssen wir jetzt woanders lang. Da vorne geht's nicht, oder? Doch, da geht's unter dem Ding lang. Da geht's dahin, wo wir hin wollen, glaube ich. Beziehungsweise. Nee, guck mal bitte nochmal auf der Karte, wo der rote Punkt ist. Andere okay, Seite. Dann ist das gut. Mehr Katzen. Oh! Da ist er rausgeploppt. Oh! Oha, Kulu! Warum ist der wieder hier? Er erzählt immer noch, dass wir ihn mal hatten. Na gut, über Pokémon. Sehr gut. Komm, Kulu, kannst du sterben? Kulu, was soll denn das? Er hat sich gegen uns. Er hätte ihn ja nochmal zum Kombinieren nutzen können, aber er möchte es nicht. Noch möchte es nicht, ne? Tja, das ist ja traurig. Warum genau er hier ist, weiß ich jetzt nicht. Wir wollen erstmal immer noch da unten gucken wegen dem Frühlingsding. Ja, und da auf der anderen Seite sind auch noch mehr. Mann. Nur was macht sie kaputt? Flametten können halt auch nicht so viel. Also Agenti macht immer noch richtig viel Schaden. Das kann Ironie. Nein. Alter, also jetzt müssen wir wieder Punkte verteilen. Ich bin dafür, dass der jetzt mehr Kurstoß bekommt. Ich glaube, das war die erste Attacke. Oder es kann auch hier einfach andere Sachen machen. Ja, jetzt musst du gucken, was hätten sie gern? Mehr Angriff, mehr MP oder mehr MP? Oha, Verwirrung ist cool. Einfach Feuer oder irgendwie aus Pokémon. So, Kyubi. Mm. Ja, reicht noch nicht für das nächste. Kann man auch einfach sparen, theoretisch. Der wird halt wird eine richtige Wohl. Mal gucken. Wenn wir die ja mal benutzen können, noch ein paar Kämpfe, dann können wir sie, glaube ich, einsetzen. Kommst du da nicht? Kannst du auch nicht. Oh, was ist da, die Blüte? Tschüssi. Alter. Ah, das sind Verbundpunkte. Alter, wie das hier aussieht. Komm. Jawollo! mit deinen Mini-Medaillen. Ich muss eigentlich einbauen. Mini-Medaille heißt gleich. Warum Fleisch? Weiß ich nicht. Ich habe kein einzelnes Wort als Sound außer Fleisch. Ach, schön. Ich hoffe, wenn hier der Wettereffekt wandelt, dass hier richtig coole Süßigkeiten-Monster kommen. Ich meine, das ja. Croissant ist schon mal cool. Erinnert mich aber auch an so ein, eine Schillerlocke. Kennst du Schillerlocke? Wenn ich sehe, bestimmt, aber jetzt vom Namen her nicht. Ist auch so ein hörnchenförmiges Etwas, was aber kein Croissant-Blätterteig ist, sondern ein anderer. Und oben drin ist einfach so ein ganzer Batzen Schlagsahne, so gezwirbelt als locker. Ja, doch, ich glaube, ich kenne das. Ach komm, ey. So recht. Ja.
Frage. Kommen wir erst noch zu dem anderen Spot, wo wir das einsetzen können? Wahrscheinlich schwierig. Nicht mehr. Aber ich würde sagen, niemals nie. Unsere Katzi stirbt gleich. Oh, Katzi! Katzi. Heilung. Dr. Schleim. Dr. Schleim. Geh schnell zurück. Aber wir können nicht zurück, wir sind jetzt unten. Ist klar. Ist ja noch irgendwas erreichbar? Was sagt die Karte? Wir können da auf jeden Fall noch weitergehen. Wenn du den Weg weitergehst, sind da noch Stellen, also vielleicht schaffen wir das noch, es wird eng. Rennen. Jetzt wäre lustig in der Animation, das zu machen und dann stürzt einfach ab. Und das ist doch noch machbar. Ist er wieder da oben drauf, wo wir gar nicht hinkommen. Links! Links, Land, links! Was ist auch da oben drauf? Da kommst du doch hoch. Das wird jetzt echt eng. Ich glaube, das geht um Sekunden. Ich weiß gar nicht, wie siehst du denn das andere an? Das andere habe ich jetzt gar nicht gesehen. Die waren doch so nah beieinander. Super, ey. Die lachen doch auf. Alle 8, 8, 8. Alle 2 Level kriegt man Punkte, oder? Ja, da kommt man hoch. Oh mein Gott! Naja. Frühling! Wir sollten den Weg auf jeden Fall folgen, da ist irgendwas. Und da unten auch was. Ah, es gibt Ranken. Ja, weiß ich nicht, wie der Finsel das jetzt wieder ranken. Ranken sind. Ich meine, die Fliegedinger waren ja auch. Ja, die sehen halt anders aus, aber. Jo. Kiste? Da. Lass mich in Ruhe. Hä, warum sieht die anders aus? Rote Kisten haben wahrscheinlich Items drin, also Münzen und Verstärker. Ey, wer bist du? Mit denen gekriegt letztes Mal? Nee, ne? Ich glaub nicht. Den war jetzt. Aller Konfetti. Warte mal. Oder Smarty-Regen, Süßigkeiten reden. Hä? Aber eben war doch noch Sonne, wenn man jetzt halt. Komm schon. Come on! Sehr gut. Man muss sich das nur einreden, dass das klappt. Nein! Oh. Ich hab keine Ahnung. Ist halt ein Buhu mit der Zunge. Hä? Warum Toast? SpongeBob. Dieses Geister-Geister-Weißbrot ist im Englischen einfach also Ghost Weißbrot. Ghost Toast. Jetzt ist Lolli-Regen. Oh. Aber ich sehe noch keinen neuen. Nee. Hä? Warum? Ist ja am Boden. Das ist ein anderer. Allein Käseblätter. Hä? Was? Geschmolzener Käse? Ich weiß es nicht. Es ist ein bisschen komisch. Käseblätter! Alter, ja! Ich mag ihn. Der hat einfach Käsestück. Willst du ihn haben? Ja, also ich will ihn auf jeden Fall haben, aber wie heißt das? Denn irgendwas mit Käse. Cheesy ist zu langweilig, oder? Cheddar? Oder Roquefort? Oder Camembert? Warte mal, Camembert hätte ich ihn jetzt genannt. Come on, Bert. Ja. Oh mein Gott.
Wir wissen, was der kann. Was macht er so? Attacker. Bestienbekämpfer, Steinschleuder, Berst, Sonnenspalter. Cool. Ja, den einen Schleim macht er raus, einfach. Wir haben ja einen besseren. Ein Doktorschleim meinst du? Ja. Ja, direkt 20 rein, buddern. Aber der sah wirklich sehr ähnlich zu dem anderen aus, muss man sagen. Ja. Da ist noch ein anderes Ding, wo du hingehen kannst. Bevor wir dann hier an dieses... Nein, stopp! Stopp, Anton! Was meinst du? Da ist da noch eins. Die Ranke meinst du? Ja. Nein. Ah, da gleich drei. Peng. Oh nein, Peng trifft alle. Kann er das erst... Ah ne, ist ja niemand gestorben, ich wollte gerade sagen. Seidener Faden, was ist da für ein Effekt? Wir müssten auch mal außerhalb der Kämpfe heilen. Ja. Langsam. Langsam aber sicher. Stirb doch. Man sieht ja eindeutig, wer am besten ist. Weil man sieht ja auch, wer immer Schaden nimmt und so, aber. Oha. Punkte für die Teammitglieder. Was ist beim Obersten? Aufwecken? Weiß ich nicht, finde ich gar nicht so schlecht. Ich meine, du musst es machen, weil danach coole Sachen kommen. Also Windsichel finde ich, glaube mit am besten. Also würde ich da machen. Und Saus ist, glaube für alle nochmal, genau. Mittlerer Schaden sogar. Das ist ein bisschen stärker als Säusel. Oh, gut. Sollen wir schon noch nach dem Level gucken? Ja, ne, ich weiß nicht, ob ich die schon nehmen würde. So, come on, Bert können wir schon reinpacken. Machen wir mal gegen Fund. Ich glaube, die anderen würde ich noch ein bisschen leveln lassen. Nee, das dauert noch. Die sind noch nicht bereit für den Kampf. Ach, wundervoll. So. Gehen wir jetzt in das Ding rein oder nicht? Ja, das ist nicht viel. Das ist wahrscheinlich wie mit. Oh, wie mit dem Labor. Was steht denn auf der Karte? Steht da, wie das heißt? Fluffige Höhen. Okay. Ihr sollt hier noch nicht hingehen. Da drin könnte es gefährlich sein. Vielleicht wissen die Einheimischen ja, was uns erwartet. Okay. Dann gehen wir hier wohl nicht hin. Dann soll ich sagen, war es das doch für diese Folge. Und in der nächsten Folge werden wir weiter erkunden. Es gibt ja noch ein paar Wege. Und vielleicht dann zu dem Dorf den Einheimischen Kontakt aufbauen. Solltet ihr auf jeden Fall nicht verpassen. Like da lassen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.